Nichts nutzt ein Auto so schnell ab wie das neue Auto des Nachbarn, lautet eine alte Weisheit aus der Automobilindustrie. Ein Zitat aus einer Zeit, in der ein sozialer Stand mit materiellem Wohlstand gleichgesetzt wurde. Die Vertriebslogik der Automobilbranche war klar definiert. Aufstieg bedeutete vor allem mehr Gehalt und somit auch meist den Luxus eines eigenen Autos, welches im besten Falle auch durch seine Größe und seinen Preis beeindruckte. Verbrauch oder Nachhaltigkeit in der Produktion spielten eher eine untergeordnete, wenn nicht sogar überhaupt keine Rolle. Erst in Zeiten des Stillstands zeigt sich die wahre Bedeutung der Mobilität. Ihre Alternativen, ihre Perspektiven und Bewertungen. Das hat die Corona-Krise mehr als deutlich gemacht. Mehr denn je steht der Mobilität nun ein Wandel in unserer Gesellschaft bevor. Dabei steht das neue Mobilitätsparadigma, das dem Auto zunehmend seine Bedeutung als Statusobjekt nimmt, an erster Stelle. Lebensqualität und individuelles Wohlergehen drängen in den Vordergrund. Die sinkenden ökonomischen Möglichkeiten des Einzelnen, das steigende Umweltbewusstsein und die grundsätzliche Frage nach den wirklich wichtigen Werten im Leben torpedieren bisherige Vertriebslogiken. Dieser Wertewandel schlägt in der Gesellschaft inzwischen auch auf die Fahrzeugindustrie durch. In den USA besitzen inzwischen etwa 30% der 19-Jährigen keinen Führerschein mehr. Entfielen 2007 noch mehr als 17% der Neuwagenkäufe auf die Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen, so waren es laut Marktforschung letztes Jahr nur noch 11%. Das Ende des Autos auszurufen, wäre nicht nur verfrüht, sondern vor allem verfehlt. Wir werden ganz sicher auch weiterhin auf Individualverkehr setzen, denn die Werte Mobilität und Freiheit besitzen dauerhaft einen wichtigen Stellenwert für Menschen. Doch der Zugang verschiebt sich. Der Zugang zu Mobilität wird günstiger, ressourcenschonender und letztlich auch bequemer. Prestige drückt sich nicht mehr in Hubraum aus und immer seltener im eigentlichen Besitz. Gerade in der Generation Y wird sichtbar, es geht nicht unbedingt darum, ein Auto zu besitzen, sondern vielmehr um den Zugang dazu. Nicht umsonst blühen neue Nutzungsmodelle auf. Carsharing zeigt einen möglichen Weg in die Zukunft. Mehr als 40.000 Fahrzeuge stehen in München, Berlin, Köln, Wien, London, Amsterdam, aber auch in vielen Städten der USA und Kanada zur Verfügung. Der Markt für Kurzfristmietmodelle ist gerade dabei, sich zu definieren. Viele Carsharing-Firmen setzen bisher auf einen Mix aus postfossilen, Dieseln und Verbrennungsmotoren. Doch immer mehr Länder, Städte und Regionen verkünden das Ende von Diesel- und Benzinmotoren und läuten so die Ära der E-Mobility ein. Aber E-Mobility heißt dabei nicht nur emissionsfrei, sie wird damit auch zum vorherrschenden Antrieb in der Mobilitätswelt. Die Batterie wird die Basis vor allem für Pkw und leichte Transporter darstellen. Wasserstoffbasierte Antriebe werden für schwere Transporter und Lkw eingesetzt. Norwegen plant es für 2025, Kalifornien und Großbritannien für 2035. Das Ende verbrennungsmotorischer Antriebe. Auch China, der größte Automobilmarkt der Welt, will ab 2035 nur noch umweltfreundliche Fahrzeuge zulassen. Vor allem die USA sehen sich als Autonation Nummer 1 mit dem Wandel am Automobil konfrontiert. Anne-Marie Harden wirft einen Blick in die Zukunft des amerikanischen Automobils. Der Wettlauf um die Zukunft des Automobils hat begonnen. Vor mehr als einem Jahrhundert leisteten die USA Pionierarbeit bei der Massenproduktion von Autos. Wir sind weit über das Model T hinausgewachsen und das Model X von Tesla hat im Rennen um die Elektroautos die Führung übernommen. AmerikanerInnen sind eher zögerlich beim Umstieg auf E-Fahrzeuge, wie man anhand der Werbung sehen kann. Aber diese Werbung wirft einige ernsthafte Fragen zum Wandel in den USA auf. Lassen Sie uns mit dem Klimaexperten Akshat Rathi einige dieser Fragen klären. Die Frage, wo stehen die USA eigentlich, wenn es um E-Fahrzeuge geht? Offensichtlich liegen wir weit hinter Norwegen zurück. Ja, Norwegen ist meilenweit voraus. In Norwegen besitzen etwa 90 von 1.000 Leuten Elektro- oder Plug-in-Hybridautos. In den USA sind es etwa 5 von 1.000.
Und es gibt andere Länder im mittleren Bereich, wie etwa Schweden und die Niederlande, die etwas über der USA liegen. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Norwegen ist auch ein Land, in dem fossile Brennstoffe wie Öl und Gas gefördert werden. Vielleicht gibt es E-Fahrzeuge auf den Straßen, aber es gibt immer noch eine Menge Tanker auf den Meeren und vor der Küste. Bedeutet der schnelle Umstieg auf E-Fahrzeuge denn auch weniger Verbrauch fossiler Brennstoffe? Definitiv werden wir einen Rückgang des Ölverbrauchs in Norwegen sehen, denn 50-70% der Autoverkäufe sind jetzt bereits Elektroautos. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die derzeitige Fahrzeugmehrheit größtenteils benzinbetrieben ist und es etwa noch 15 Jahre brauchen wird, diese zu ersetzen, sollte der Verkauf aller Benzinautos heute eingestellt werden. Der Rückgang des Ölverbrauchs ist also überschaubar und liegt in Norwegen im Moment zwischen 10% und 15%. Wenn man sich die steigenden Käufe von Elektroautos ansieht, bekommt man den Eindruck, dass die Leute wahrscheinlich eher optimistischer sind, was das Aufladen dieser Fahrzeuge angeht. Denn das ist ein großes Problem auf dem Markt für Elektroautos. Zu welchem Preis kauft man ein E-Auto, wenn man nicht rechtzeitig von A nach B kommt, weil man zwischendurch anhalten muss und lange Ladezeiten hat? Inwieweit ist das Aufladen noch ein Problem? Wir haben bereits seit etwa 10 Jahren Elektroautos und es werden immer mehr. Anfangs gab es die Sorge um Reichweite. Wie weit komme ich mit einer vollen Batterieladung? Die Batterien waren teuer und die meisten Autos hatten keine große Reichweite. Heute besitzen diese Batterien die nötige Kapazität und Reichweite. Allein das Aufladen stellt noch ein Problem dar. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Benzintankstellen seit 100 Jahren auf der ganzen Welt gebaut werden. Das Netz zum Aufladen von Elektroautos ist sehr, sehr jung. Wenn Länder also ihre ambitionierten Verkaufsziele für Elektroautos erreichen wollen, müssen sie den Ausbau eines Ladenetzes unterstützen. In den USA hat Tesla hervorragende Arbeit beim Aufbau seines Ladenetzes geleistet. Aber auch andere Autohersteller müssen aufholen oder mit Adaptern versuchen, einen Teil des Stroms aus dem Tesla-Ladenetz zu übernehmen. General Motors ist nur ein Unternehmen, das sich an der E-Revolution beteiligen will. Während Tesla einen großen Vorsprung zur Konkurrenz hat, beginnen die alten Autohersteller wie Ford und VW aufzuholen. Viele beginnen nun, die Elektrifizierung ihrer Flotte voranzutreiben. Bloomberg hat hier einmal genauer hingeschaut. Das Streben nach einer Wiederholung des Tesla-Erfolgs hält den E-Hype am Leben. Teslas Börsenwert ist auf über 700 Milliarden Dollar gestiegen. Mehr als 7 der nächstgrößten Autohersteller zusammen. Das Unternehmen ist jetzt eine Kategorie für sich und trotzt selbst Elon Musks Warnungen, dass sein Aktienkurs zu hoch sei, was zum großen Teil dem Phänomen Tesla zu verdanken ist. Es ist ein allgemeiner Konsens entstanden, dass den Elektrofahrzeugen die Zukunft gehört. Doch sowohl für Start-ups als auch für traditionelle Autofirmen birgt dieser Wandel Gefahren. Es bleiben 2 große Fragen. Erstens, kann ein anderes Start-up den Erfolg von Tesla sinnvoll wiederholen? Und zweitens, wird der Markt für Elektrofahrzeuge schnell genug wachsen, um sowohl die Etablierten als auch die Newcomer zu unterstützen? Nikolas dramatischer Aufstieg und Fall in nur wenigen Monaten war das große abschreckende Beispiel des letzten Jahres. Das Unternehmen hatte sich vorgenommen, die Lkw-Branche zu verändern, indem es die Dieselmotoren großer Lastkraftwagen durch Batterien und Brennstoffzellen ersetzt. Die Aktie feierte ihr Debüt und stieg in den Sommermonaten in die Höhe. Doch im September brach sie ein. Shortseller behaupteten, Nikola habe die AnlegerInnen über seine Technologie getäuscht. Während die Aufsichtsbehörden Untersuchungen einleiteten und das Unternehmen jegliche Anschuldigungen bestritt, wechselte der Firmengründer zu einem konventionellen Automobilhersteller. Unternehmen wie GM und Daimler bekamen Anerkennung dafür, dass sie ihr Geschäft in großem Umfang umgestaltet haben, auch wenn sie dies erst spät umsetzten. Während die Welt noch auf den Verbrennungsmotor setzte, hatte Daimler die Vision, bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als die Hälfte seiner weltweiten Verkäufe zu elektrifizieren. Aber Musk hat große Ambitionen, Deutschland und den Rest von Europa zu dominieren. In den USA haben GM und Ford elektrische Pickups in Arbeit. In diesem Segment haben sie jahrzehntelang dominiert, müssen sich aber noch in diesem Jahr mit dem Tesla Cybertruck auseinandersetzen. Musk hat sich an die Spitze gesetzt. Kein anderer Auto-CEO lobte ihn so sehr wie Volkswagen-CEO Herbert Diess, als er den VW-Ausgabenplan für das nächste halbe Jahrzehnt bekannt gab.
Der Name Tesla fiel sehr häufig. Dies sieht Tesla als einen der wichtigsten Konkurrenten und eine Referenz für VW. Er sagt, Musk habe den nötigen Software-Background und Fähigkeiten, die andere erst noch erarbeiten müssen. Einige AnalystInnen sagen voraus, dass VW und Tesla in absehbarer Zukunft ein globales EV-Duopol bilden werden. Aber die wohl viel wichtigere Frage ist, hat Herbert Diess verstanden, wohin sich die Branche entwickelt? NIO ist der jüngste Hersteller von Elektrofahrzeugen, der sich dem am schnellsten wachsende EV-Unternehmen in China den Beinamen Tesla-Killer eingefangen hat. Der Name ist berechtigt, denn China ist der größte Markt der Welt. Doch noch vor 2 Jahren war NIO fast bankrott. Hier erfahren Sie, wie CEO William Li das Ruder herumreißen konnte und nun versucht, es mit Elon Musk aufzunehmen. In der Welt der Elektroautos gibt es einen großen Namen. Tesla up 19% year to date. Tesla's recent stock surge. Tesla, of course. Und dann kommen alle anderen. Einer der größten Kunden von Tesla ist jetzt China. Das Land wird gerade zum am schnellsten wachsenden Markt von Elektrofahrzeugen oder EVs der Welt. China ist ein riesiger, sich schnell ändernder Markt. Bis 2021 sollen etwa 30% oder 40% der Verkäufe von Tesla aus China kommen. Aber es ist ein Fehler zu denken, dass Tesla das einzige Unternehmen ist, das sich hier auf dem Vormarsch befindet. Infolge der sprunghaft gestiegenen Nachfrage gibt es in China inzwischen über 600 EV-Unternehmen, die mit Tesla konkurrieren wollen. NIO ist eines der intelligentesten EV-Unternehmen Chinas. Im Laufe des Jahres 2020 ist der Aktienkurs von NIO um etwa 1000% gestiegen. AnlegerInnen sprechen bereits vom chinesischen Tesla oder auch vom Tesla-Killer. NIO hat viele Namen, aber im Wesentlichen ist es eines der vielversprechendsten und bekanntesten Unternehmen für Elektrofahrzeuge aus China. Noch vor 2 Jahren war das Unternehmen fast bankrott. Dies ist die Geschichte, wie NIO den drohenden Bankrott abwenden konnte und zu einem der angesagtesten Unternehmen der Welt wurde. Das Unternehmen wird höher bewertet als der amerikanische Automobilriese GM. 2020 verzeichnete das Unternehmen eine Rekordnachfrage. Seine Modellpalette hatte ein jährliches Wachstum von 121%. Und mit der Markteinführung der ET7-Limousine Anfang 2021 machte die Aktie sofort einen weiteren Sprung. Ähnlich wie Tesla hat sich das Unternehmen in einigen Bereichen als digitaler Premium-Elektrofahrzeughersteller präsentiert. Aber sie versuchen auch, das Produkt für Chinas Mittelschicht attraktiver zu machen. Wir sind uns von Anfang an über unsere Zielgruppe im Klaren. Der Preis unseres ET7 basiert auf den meistverkauften Mittel- und Oberklassenlimousinen in China, wie zum Beispiel der 5er-Reihe von BMW, Audi A6 oder der Mercedes-Benz E-Klasse. Aber NIO ging nicht immer den Weg des Erfolgs. Es gibt einen Grund, warum EV-Aktien so volatil sind, und zwar, weil diese Unternehmen über Nacht vor dem Bankrott stehen können. NIO war da keine Ausnahme. Es handelte sich um ein kleines, relativ neues Autounternehmen, das Anfang des Jahres mit großen Rückrufaktionen aufgrund von Bränden zu kämpfen hatte. Die Verkäufe gingen daraufhin zurück. Außerdem trat sein größter Konkurrent Tesla 2019 in den chinesischen Markt ein. Neben der Konkurrenz durch Tesla stagnierte der Absatz von Elektroautos im Jahr 2019 auch aufgrund von Entscheidungen der chinesischen Regierung. Die chinesische Regierung hat die direkten Subventionen für Elektroautos im Jahr 2019 um mehr als 50% gekürzt. Das ist bis jetzt die größte Subventionskürzung Chinas. Doch Anfang 2020 wendete sich das Blatt. Während Chinas Subventionskürzungen fast das Ende für NIO bedeuteten, retteten Investitionen einer chinesischen Provinz das Unternehmen. NIO gelang es, eine Vereinbarung mit der chinesischen Stadt Hefei zu treffen. Im Februar 2020 konnte NIO so seinen Cashflow aufrechterhalten, was ihnen half, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Teil der Vereinbarung war, NIOs Hauptsitz in der Stadt Hefei einzurichten, einem Gebiet für wirtschaftliche und technologische Entwicklung. Auch wurde den InvestorInnen ein Anteil von 24,1% gewährt. Diese waren zuversichtlich, dass NIO, nachdem die Liquiditätsprobleme in den Hintergrund getreten waren, endlich nach vorne schauen und die Produktion steigern würde.
Für Tesla waren Produktionssteigerungen ein großes Problem. Denn Musk versuchte mit Tesla nicht nur das Auto neu zu erfinden, sondern auch den gesamten Autoherstellungsprozess. Und von der Herstellung erhofft sich NIO seinen Wettbewerbsvorteil. Der NIOs SUV S6 kostet ein Drittel mehr als die Limousine Model 3 von Tesla. NIO nutzt deshalb innovative Dienstleister, um seine Kosten zu senken. Der größte Unterschied zwischen NIO und Tesla besteht darin, dass NIO seine Fertigung an ein Subunternehmen ausgelagert hat, das über mehr Erfahrung in dem Bereich verfügt. Ein weiterer großer Unterschied ist das Abonnementmodell von NIO. Es soll den KundInnen die Angst vor dem Batteriebesitz und deren Risiken nehmen. KundInnen brauchen hierzu nur das Auto ohne Batterie zu kaufen. Die Batterie können sie dann ganz einfach gegen eine monatliche Gebühr von NIO mieten. Der letzte Unterschied zwischen Tesla und NIO besteht darin, wie beide das Problem der Reichweite angehen. Die größte Sorge für EV-Kunden ist, dass ihre Batterie leer sein könnte, bevor sie ihr Ziel erreichen. NIO stellt seinen KäuferInnen einen Batteriewechselservice zur Verfügung. Neuwagen können hier an eine Art Tauschstation fahren und in wenigen Minuten die leere Batterie durch eine vollständig geladene Batterie ersetzen lassen. So kann man direkt weiterfahren. NIO gibt an, bereits an einer zweiten Generation von Ladestationen zu arbeiten. 300 weitere Stationen dieser Art sollen in China eröffnet werden. Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge soll 2021 auf 1,8 Millionen Fahrzeuge anwachsen. Doch die Konkurrenz wächst. NIO wird nicht nur mit Tesla und anderen chinesischen HerstellerInnen konkurrieren müssen. HerstellerInnen der ganzen Welt setzen auf den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge und erkennen das Wachstumspotenzial. Ob NIO sich nicht nur den heimischen Markt sichern kann, sondern auch international ein Global Player wird, bleibt abzuwarten. Die HerstellerInnen bewegen sich alle in die gleiche Richtung, weg vom Verbrennungsmotor. Aber es gibt eine Technologie, die es schon seit den 90er Jahren gibt, sich aber bisher nicht durchsetzen konnte. Wasserstoff. 2020 war definitiv das Jahr des Batterieautos. Aber was ist mit seinem grünen Pendant, der Wasserstoff-Brennstoffzelle? Präsident George W. Bush rühmte einst die Wasserstofftechnologie. Elon Musk hingegen verspottete sie als unglaublich dumm. Die Autofabriken sind gespalten. Tesla und VW sind die EV-Champions. Honda, Hyundai und Toyota setzen auf Wasserstoff. Sehen wir uns an, wie beides im Vergleich abschneidet. Die Reichweite war schon immer der Hauptkritikpunkt. In dieser Hinsicht scheinen Wasserstoffzellen die Oberhand zu haben. Während das 75.000 Dollar teure Tesla-Modell S Long Range mit einer einzigen Ladung 375 Meilen weit kommt, bewegen sich billigere Autos im Bereich von 100 bis 200 Meilen. Die durchschnittliche Reichweite eines Wasserstoffzellenautos beträgt etwa 250 Meilen. Und laut der britischen Fachzeitschrift Autocar übertrifft der Nexo SUV von Hyundai den Tesla mit einer realen Reichweite von 414 Meilen. Während das Aufladen eines Elektrofahrzeugs Stunden dauern kann, lassen sich Wasserstoffzellen im besten Fall in derselben Zeit auftanken wie ein Benzinfahrzeug. Was Brennstoffzellen derzeit noch zu schaffen macht, sind die Kosten und die Effizienz. Laut der Horvath & Partners haben batteriebetriebene Elektroautos einen Wirkungsgrad von 70-80%. Das heißt, von der Stromerzeugung durch Turbinen oder Kraftwerke bis zum Fahrzeug. Es geht wenig Energie verloren. Der Wirkungsgrad von Wasserstofffahrzeugen liegt dagegen nur bei 25-35%. Der elektrolytische Prozess zur Herstellung von Wasserstoff, gefolgt von der Komprimierung und dem Transport des Gases, kostet Zeit und Geld, sodass ein Wasserstofffahrzeug für die gleiche Strecke wie ein Elektrofahrzeug etwa dreimal so viel Energie benötigt. Die Effizienz und die hohen Wartungskosten von Wasserstoffautos haben den Kampf zugunsten von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen für den Pkw weitgehend entschieden. Batterien haben jedoch einen Nachteil. Bei Kapazitätserhöhung sinkt die Reichweite. Brennstoffzellen hingegen können ihre Reichweite wie Benziner erhöhen. Man baut einfach einen größeren Tank. Dies eignet sich für Nutzfahrzeuge, sogar für Schiffe und den Luftverkehr. Und genau in diesen Bereich investieren Honda und Toyota. Die Frage ist also nicht entweder Batterien oder Wasserstoffzellen. Auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Mobilität werden beide benötigt.
So viel zu den Vor- und Nachteilen beider Antriebsarten. Aber lassen Sie uns die Unternehmen näher betrachten, die sich auf Wasserstoff konzentriert haben. Hierzu ist uns River Davis aus Tokio zugeschaltet. Fangen wir mit der Wissenschaft dahinter an. Wie wird Wasserstoff eigentlich hergestellt? Wasserstoff ist wirklich erstaunlich, da es das am häufigsten vorkommende Element auf unserer Erde ist. Da es aber nur in Verbindung wie zum Beispiel mit Wasser vorkommt, muss der reine Wasserstoff, der in Brennstoffzellen verwendet werden kann, erst hergestellt werden. Es gibt mehrere gängige Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff. Ein wirklich interessantes Verfahren ist die Elektrolyse. Dabei wird Wasser mit Hilfe von Elektrizität in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Sehr interessant an diesem Verfahren ist, dass bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne während des gesamten Prozesses der Wasserstoffherstellung keine Kohlenstoffemissionen entstehen. Wir hören ja viel über EV-Unternehmen. Viele investieren in Batterieantriebe. Aber welche etablierten Autokonzerne investieren speziell in Wasserstoff? Drei große Namen, die hier genannt werden müssen, wenn man über Brennstoffzellen im Personenverkehr spricht, sind Toyota, Hyundai und Honda. Diese Unternehmen haben jetzt bereits kommerzielle Brennstoffzellenfahrzeuge auf dem Markt und setzen sich vom Rest der Branche ab, die sich zunehmend auf Batterien konzentriert. Wie zum Beispiel General Motors, Ford oder Mercedes-Benz. Alle diese Automobilhersteller wendeten sich von Wasserstoff ab und konzentrieren sich nun auf Batterien. In der Vergangenheit lag die Hoffnung bei Personenkraftwagen auf Wasserstoff. Aber in Zukunft werden diese beiden Technologien einen anderen Platz einnehmen. Der Markt und sogar Akteure wie Toyota sind sich einig, dass Batterien bei Personenkraftwagen eine größere Rolle spielen. Wenn es um Langstreckentransporte oder schwere und große Fahrzeuge geht, wird eher Wasserstoff eine führende Rolle spielen. Das liegt an seiner hohen Energiedichte, die für Busse oder Lastkraftwagen eher geeignet ist, um längere Strecken zu bewältigen. Im Vergleich zu Benzin hat Wasserstoff etwa die dreifache Energiemenge pro Gewichtseinheit. Mit dem Toyota Mirai kann man so bis zu 850 Kilometer weit fahren. Es handelt sich also um einen sehr energiedichten Kraftstoff, der in Zukunft in größeren Fahrzeugen eine Rolle spielen wird. Und sogar darüber hinaus. Viele Analysten sind der Meinung, dass Wasserstoff in 20 Jahren sogar in der Schifffahrt oder in Flugzeugen eine entscheidende Rolle spielen wird. River Davis, unsere Reporterin in Tokio. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wie verstopfte Arterien. Unsere Mobilität trägt zum raschen Klimawandel bei. Nach Angaben der Vereinten Nationen entfallen fast 25% der Emissionen auf Autos, Busse und LKWs. Hinzu kommt der Faktor Öl. In den USA gibt es bereits Anzeichen eines Zenits. Unsichere geopolitische Risiken könnten die Volatilität des Ölpreises befeuern. Dies bringt uns dazu, über unsere Abhängigkeit vom Öl nachzudenken. Sind Elektrofahrzeuge die Antwort auf dieses Problem? Ich denke, es ist finanziell unsinnig, irgendetwas anderes als ein Elektroauto zu kaufen, das durch Autonomie aufgerüstet werden kann. Egal, was Sie von Elon Musk halten, er hat seit 10 Jahren die richtige Idee. Und während andere Autohersteller versuchen aufzuholen, sind Elektrofahrzeuge längst einer der innovativsten Märkte überhaupt. Schon im 19. Jahrhundert waren bereits viele Autos mit Elektroantrieb unterwegs und wurden in Zeitungsanzeigen wie hier in Pittsburgh beworben. Doch 1908 führte Henry Ford das gasbetriebene Model T ein. Bis 1927 perfektionierte Ford das Fließband und baute rund 15 Millionen Model Ts. Erst am Mitte der 60er Jahre sehen wir wieder Elektroautos. Meist sind es Konzeptmodelle wie der Hennel Kilowatt in den späten 90ern. Auch bekommt die Welt einen ersten Eindruck von Hybriden. Darunter der Toyota Prius, der im Jahr 2000 in die amerikanischen Autohäuser rollt. 3 Jahre später wird Tesla gegründet und 2008 stellt das Unternehmen den Tesla Roadster vor. Es folgen das Model S, X, 3 und weitere Modelle. Gleichzeitig erweist sich Asien als starker Konkurrent. Der Nissan Leaf wird 2010 zum meistverkauften Elektroauto der Welt und China zum größten Markt für Elektroautos.
Zu den Investoren gehören Jack Ma und Warren Buffett. Das alles bringt uns zum heutigen Tag. Bloomberg New Energy Finance geht davon aus, dass China in 4 Jahren mehr als 3 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen wird. In den USA werden bis zum Jahr 2021 schätzungsweise 1 Million EV-Modelle auf den Straßen unterwegs sein. Aber wie genau funktioniert ein Elektroauto und was ist drin? Hier gibt es Antworten. Elektrofahrzeuge. Autos, die mit Batterien betrieben werden. Sie funktionieren auf viele verschiedene Arten. Sehen wir uns Tesla an. Ein Akku mit einer Reichweite von 300 Meilen besteht aus 7000 Lithium-Ionen-Zellen im Inneren der Batterie. Winzige Lithium-Ionen bewegen sich von der Kathode zur Anode. Die Batterien bestehen aus Nickel, Kobalt, Lithium und Aluminium. Diese Batterien haben es in sich. Sie haben eine hohe Lade- und Entladerate. Sie produzieren also eine Menge Energie und man kann sie oft wiederverwenden. Um eine Überhitzung der Batterie zu vermeiden, wird bei der Wechselstromtechnik eine kühle Flüssigkeit verwendet, die zwischen den Batterien fließt. Der Wechselrichter nimmt diese Energie auf und wandelt sie in Wechselstrom um, eine Art Spannung, die sich ständig ändert. Von dort aus erzeugt er ein rotierendes Magnetfeld im Motor und Energie entsteht. Der Antriebsstrang verteilt diese Energie auf die Räder. Strom, der nicht verbraucht wird, zum Beispiel beim Bremsen, wird in die Batterie zurückgespeist. Der 36.000 Dollar teure Chevy Volt kommt mit einer Akkuladung 238 Meilen weit. Ein Tesla Model S schafft 315 Meilen. Danach kann man das Auto in etwa 30 Minuten an einer Station aufladen. Zu Hause kann es bis zu einem Tag dauern. Der Clou ist, dass die Batterie niedrig und flach auf der Unterseite des Autos sitzt. Ähnlich wie bei einem Skateboard. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für ein besseres Fahrgefühl. Aber rechnet sich das auch? Die durchschnittlichen Kosten für Benzin in den USA liegen bei 2,55 Dollar pro Gallone. Bei Elektroautos liegen sie bei 1,21 Dollar, also 50% weniger. Allerdings, umso weiter man fährt, desto teurer ist das Auto. Preise für EVs liegen zwischen 30.000 und 180.000 Dollar. Aber der Hype ist groß, die Persönlichkeiten sind groß. Einer, der es genau wissen sollte, ist einer der mittlerweile reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Aber wer ist dieser Elon Musk eigentlich? Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk lässt seinen Worten Taten folgen. Ich stehe persönlich und mit meinem ganzen Vermögen für meine Produkte ein. Sein größtes Kapital ist seine Fähigkeit, seine Visionen und Träume zu verwirklichen und andere Menschen davon zu überzeugen. Entschlossen konnte er mit seinen Visionen gleich 3 Branchen verändern. Ich wünsche allen Beteiligten viel Glück und drückt uns die Daumen. Da kommt ein Typ aus Südafrika nach Amerika und sagt, weißt du, NASA, diese ganze Raketensache, ich glaube, ich habe etwas Besseres. Und dafür riskierte er alles. Wir hatten gerade mal Geld für etwa eine Woche. Damals musste ich eine Entscheidung treffen. Entweder nahm ich das gesamte Kapital, das ich durch den Verkauf von PayPal an eBay übrig hatte, und investierte es in Tesla, oder Tesla wäre am Ende. Andere waren nicht bereit, dieses Risiko mit ihm oder seinen Firmen einzugehen. Doch seine Rechnung ging auf. Wir haben nicht nur das Kapital zurückgezahlt, wir haben es mit Zinsen und einer Bonuszahlung zurückgezahlt. Letztendlich hat der US-Steuerzahler also einen Gewinn von mehr als 20 Millionen Dollar aus diesem Darlehen gezogen. Doch Elon Musk hat Visionen, die ihn vielleicht dorthin bringen, wo vor ihm niemand war. Er geht immer einen Schritt weiter. Sein Ziel, der Mars. Auf lange Sicht würde ich wirklich gerne zum Mars fliegen. Das ist das übergreifende Ziel von SpaceX. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich wirklich Angst vor der Dunkelheit. Aber dann habe ich verstanden, dass Dunkelheit eigentlich nur die Abwesenheit von Photonen im sichtbaren Wellenlängenbereich zwischen 400 bis 700 Nanometern bedeutet. Es ist schwer zu glauben, dass der Unternehmer Elon Musk jemals Angst vor etwas hatte. Dann dachte ich, das ist doch albern, Angst vor einem Mangel an Photonen zu haben. Und danach hatte ich keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Ein Kind sagte zu ihm, sieh dir den Mond an, er ist Millionen Kilometer entfernt. Elon sagte, nein, eigentlich weniger als 250.000 Meilen. Und sie sagten, Elon. Elon Musk hat sein Leben damit verbracht, den Leuten zu beweisen, dass sie falsch liegen. Musk wuchs in Südafrika auf, war das älteste von 3 Kindern und wurde ein Jahr früher eingeschult. Sein Vater war Ingenieur, seine Mutter May war Model und Ernährungsberaterin.
Er war der Jüngste und der Kleinste, aber ein äußerst brillanter Junge. Deshalb war er bei einigen Leuten nicht sehr beliebt. Ich war ein Bücherwurm und wahrscheinlich auch ein kleiner Besserwisser, was natürlich für ein Kind schwierig werden kann. Also habe ich einfach viele Bücher gelesen und versucht, den Leuten in der Schule aus dem Weg zu gehen. Sein Sozialleben war viel weniger ausgeprägt als das meiner anderen beiden Kinder. Eben ein typischer Nerd. Ich habe alle Comics gelesen, die ich im Laden oder in der Buchhandlung finden konnte. Ich las alles, was ich in die Finger bekam, von morgens bis abends. Irgendwann gingen mir die Bücher aus und ich begann, Enzyklopädien zu lesen. Und er hat ein fotografisches Gedächtnis, sodass er sich alles merken kann. Immer wenn ich eine Frage hatte, sagte meine Tochter Tosca, frag Elon. Sein Bruder, Kimble Musk. Als er 10 Jahre alt war, wurde er getestet und man stellte fest, dass er eine der größten Begabungen für das Programmieren von Computern hatte. Ich versuchte, einige Computerkurse zu besuchen, aber ich war dem Lehrer weit voraus. Also fing ich an, ein Weltraumspiel namens Blaster zu programmieren. Musk fing an, wie ein Unternehmer zu denken und fand heraus, wie er sein Spiel verkaufen könnte. Aber ich war 12 und wusste nicht wie. Wir beschlossen, in der Nähe unserer Highschool eine Spielhalle zu eröffnen. Wir waren große Fans von Videospielen. Wir dachten, es wird ein riesiger Erfolg. Wir mieteten also ein Gebäude, besorgten die Spielhalle und kümmerten uns um die Lieferung der Geräte. Am Ende mussten wir nur noch die Genehmigung der Stadt einholen. Aber die Genehmigung der Stadt muss von einem Erwachsenen beantragt werden. Und ihre Eltern hatten sie nicht eingeweiht. Natürlich sagte man uns, dass wir keine Spielhalle eröffnen würden. Max Shefkin ist ein Technologie- und Wirtschaftsjournalist, der Elon Musk bereits mehrfach porträtiert hat. Das Erstaunlichste an seiner Kindheit ist wohl seine Flucht aus Südafrika. Ich weiß noch, wie großartig ich damals Amerika fand. Hier gibt es mehr Möglichkeiten als in jedem anderen Land der Welt. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Durch seine Auswanderung konnte Musk auch seiner Dienstpflicht in der südafrikanischen Armee entgehen. In Südafrika der Apartheid aufzuwachsen war ziemlich surreal. Ich meine, wir haben diese Regierung nicht unterstützt und nicht an sie geglaubt. Somit stand die Idee, zum Militärdienst zu gehen, wirklich nicht zur Debatte. Ich erzählte meinen Eltern, dass ich nach Kanada gehen würde. Sie versuchten mich natürlich davon zu überzeugen, nicht zu gehen. Und schon flog er los. Ich dachte, wow, so unabhängig. Doch als er gelandet war, rief er mich an und fragte, und jetzt? Was soll ich sagen? Von Montreal nach Vancouver konnte ich Kanada vom Highway aus sehen. Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, bevor er ans Queen's College in Toronto ging. An der Uni war ich nur selten beim Unterricht. Ich habe nur das Lehrbuch gelesen und mich auf Prüfungen vorbereitet. Der große Reiz an der Uni war, dass ich dort Mädchen in meinem Alter treffen konnte, so wie meine erste Frau. Nach einem Abschluss in Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften erhielt er ein Stipendium für Stanford. Doch Silicon Valley war the place to be. Ich wollte einfach dorthin gehen, wo die wirklich spannenden Dinge stattfanden. Elon hatte die Fähigkeit, sich die Welt anzuschauen und zu sagen, das kann in 20 Jahren ein echtes Problem werden. Er sah sich um und stellte fest, dass die weltverändernden Dinge nicht in Stanford stattfanden. Ich bin nicht einmal zur Vorlesung gegangen. Ich rief den Vorsitzenden des Fachbereichs an und sagte, ich möchte es mit meinem eigenen Internetunternehmen versuchen. Und wenn es scheitert, möchte ich sicherstellen, dass ich trotzdem zurückkommen kann. Meine Kinder machen komische Sachen, aber ich habe mir nie große Sorgen um sie gemacht. Wenn Elon das College verlassen wollte, konnte er jederzeit wieder zurück. Mein Bruder war zu der Zeit in Kanada und ich meinte, ich denke, wir sollten versuchen, ein Internetunternehmen zu gründen. Also kam er und schloss sich mir an. Er hatte gerade mal 2000 Dollar, keine Freunde, kaum genug Geld für eine Wohnung. Ich glaube, er erzählte mir, dass er im Fitnessstudio duschte, weil es dort, wo er wohnte, keine Dusche gab. Wir haben einfach ein paar Futons besorgt, die tagsüber als Couch dienten und sich nachts in Betten verwandeln ließen. Steve Jurvetson ist Risikoinvestor im Silicon Valley. Ich traf Elon und seinen Bruder Kimble zum ersten Mal Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, sie waren etwa eine Woche hier und stellten gerade ihr neues Unternehmen namens Zip vor. In den späten 90ern gab es einen regelrechten Goldrausch. Die Leute strömten nach Silicon Valley, um im Internetgeschäft Fuß zu fassen und reich zu werden. Musk hatte die Idee, Anzeigen zu digitalisieren. Er nahm eine CD der gelben Seiten, eine Kartensoftware, schrieb ein wenig Code und fügte alles zusammen, um die ersten Online-Städteanzeigen zu erstellen. Elon war Visionär und Mastermind. Ich habe mich um den Verkauf gekümmert. Ich hatte immer noch meine grundlegenden Programmierkenntnisse, sodass ich in der Lage war, die Software für unser erstes Unternehmen zu schreiben.
Als Elon damit anfing, war das Internet gerade mal ein paar Jahre alt. Die meisten lokalen Unternehmen waren nicht im Internet vertreten. Wenn man nach einem Geschäft suchte, musste man die gelben Seiten aufschlagen. Wir dachten uns, dass Medienunternehmen wie Zeitungen Hilfe brauchen, um viele ihrer Anzeigen in Websites zu übertragen. Jemand hat uns buchstäblich die gelben Seiten vor die Füße geworfen und gefragt, glauben Sie, dass Sie das jemals ersetzen werden? Und wir dachten, der Typ sei verrückt, denn das war ja erst der Anfang und ging noch viel, viel weiter. Es dauerte nicht lange, bis sich Medienunternehmen aus dem ganzen Land meldeten. So konnten wir die New York Times, Hearst, Knight Ridder und eine Reihe anderer Unternehmen als Investoren und Kunden gewinnen. 1999 kaufte dann Alta Vista Compaq Zip2 für 307 Millionen Dollar in Bar und 34 Millionen in Aktienoptionen. Musk war damals gerade 28 Jahre alt. Ich dachte, das ist total verrückt, dass jemand so viel Geld für unser kleines Unternehmen bezahlt. Von Norwegen über Deutschland bis hin zu China wurden Milliarden an Subventionen ausgegeben, um AutofahrerInnen zum Kauf von E-Autos zu bewegen. In China, dem größten EV-Markt der Welt, stiegen die Verkäufe von Elektroautos, Bussen und kommerziellen E-Fahrzeugen im Jahr 2018 auf 1,3 Millionen. Ein enormer Anstieg. Huang Gang gilt in China als Vater der Elektroautos. Der Verkauf von Fahrzeugen mit erneuerbarer Energie ist um fast 60% gestiegen. Dies zeigt ein sehr schnelles Wachstum. Das zeigt uns, dass wir auf Autos mit erneuerbarer Energie setzen sollten. Heute sind es dieselben Sorgen wie in den 70ern. Verlässlichkeit und Kosten. Wenn Sie ein E-Auto für 30.000 Dollar kaufen, kann es bis zu 6 Jahren dauern, bis sich diese Investition amortisiert. Bessere Batterien und mehr Ladestationen können hier helfen. In der Zwischenzeit sitzen Autohersteller in der Falle. Sie investieren Milliarden von Dollar, um EVs zu entwickeln, die nicht rentabel sind. Sie sind gezwungen, Partnerschaften mit Konkurrenten einzugehen, um die Rentabilität zu erhöhen. Wer auch immer die richtige Formel findet, könnte der große Gewinner sein. Werden Sie an der Spitze einer neuen Revolution stehen oder werden Ihre Träume wie vor 100 Jahren zerschlagen? Ford hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 kohlenstoffneutral zu sein. Damit sind wir in unserer Branche führend, denn wir sind überzeugt, dass die Zeit für die Automobilindustrie reif ist. Ford sorgte mit seinem Mach-E, einer EV-Version des Mustangs, für Aufsehen. Die Herausforderung für das Design bestand darin, das, was bei Elektrofahrzeugen fehlte, mit der Leidenschaft für Mustangs zu verbinden. 2020 sollen 40% der Modelle elektrifiziert sein. Wir gehen davon aus, dass bis Mitte des nächsten Jahrzehnts 50% der verkauften Fahrzeuge bis zu einem gewissen Grad elektrifiziert sein werden. Es gibt natürlich einen großen Markt für Hybridfahrzeuge. Und das wird auch in Zukunft unsere dominierende Technologie sein. Toyota hofft bis 2030 auf weltweit 5,5 Millionen Verkäufe. Was ist das nächste große Ding für VW? Und das ist es. Das Elektroauto, das für viele unserer Kunden wirklich die beste Wahl ist. Volkswagen hat gerade sein Budget um 36% auf 60 Milliarden Euro erhöht, um bis 2025 80 neue Modelle zu produzieren. Etwa 15-16% unserer Verkäufe werden auf E-Fahrzeuge entfallen. Es wird eine neue Welle, eine Revolution kommen. Und wenn sie da ist, wollen wir ganz vorn dabei sein. Mit Modellen unter 33.000 Dollar versuchen sie, den Budgetmarkt zu erobern. Audi wird in nur 5 Jahren 20 Modelle auf den Markt bringen. Man sieht einen Trend zur Elektrifizierung, einen Trend zur Konnektivität. Was kommt also als nächstes? Eine Menge, sehr viel. EVs haben sich seit dem Model T stark verändert. Wie geht es nun weiter? Schauen wir uns Tesla an. Sie haben in letzter Zeit Erfolge erzielt. Das Model 3 ist das meistverkaufte Elektroauto in den USA und ließ die Konkurrenz hinter sich. Noch ist Rentabilität ein Problem. Je mehr Autos Tesla verkauft, desto mehr Geld verlieren sie. Der Umsatz pro Einheit ist im dritten Quartal weiter gefallen und setzt damit andere Autohersteller unter Druck. Immer stärkere Produkte werden auf den Markt kommen. Auch die Marktdurchdringung nimmt zu. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie schnell der Markt wächst, aber er wächst und wir müssen unsere Anteile sichern. Ich glaube nicht, dass der größte Konkurrent von Tesla Toyota oder General Motors ist. Es werden die großen Technologieunternehmen, die 1 Billion Dollar oder mehr wert sind, mehr als alle Autofirmen zusammen. Das sind Unternehmen, die in der Lage sind, Talente und Kapital anzuziehen und die es sich leisten können, Geld zu verlieren, um es mit jemandem wie Tesla aufzunehmen.
Eigentlich perfekt, oder? Die Leute wollen die Autofirmen liefern, fertig. Leider nicht, denn hier ist das Problem. Konzerne müssen rund 141 Milliarden Dollar für die Elektrifizierung ihrer Flotte ausgeben. Man schätzt, dass die Produktion eines EVs 12.000 Dollar teurer ist als die eines Benziners, also ein Henne-Ei-Problem. Die Konzerne brauchen mehr KäuferInnen. Diese brauchen mehr Auswahl, um überzeugt zu werden. Das bedeutet auch mehr Verlust aufgrund der Produktionskosten. Unternehmen müssen die Kosten für Teile wie Batterien senken. Analysten schätzen, dass dies noch mehr als 5 Jahre dauern könnte. In der Zwischenzeit sind sie gezwungen, Partnerschaften einzugehen, um die Rentabilität zu steigern. PSA-Eigner Peugeot will bis 2023 80% seiner Modelle elektrisch betreiben und sich hierzu mit Fiat zusammenschließen, um die Kosten zu senken. Dieser Wandel in der Branche wird für viele OEMs eine Herausforderung darstellen. Es wird eine Art darwinistische Phase geben. Die nächsten Jahre werden schwierig. Ich denke, die Vorstellung, dass ein einzelnes Unternehmen alleine in diese neue Zukunft investieren wird, ist sehr unwahrscheinlich. Ford und VW kooperieren, um elektrische autonome Autos zu entwickeln. Der Geschäftsmann in Ihnen würde so etwas nicht tun, aber Ihre Führungspersönlichkeit verlangt es von Ihnen. Ford wird Batterieautos auf einer VW-Plattform bauen und VW wird 2,6 Milliarden Dollar in die Ford-Tochter Argo AI investieren. Selbst für zwei so große Unternehmen ist es sinnvoll, sich einen Teil der Anstrengungen zu teilen, damit sie schneller und effizienter werden. VW und sein chinesischer Partner investieren bis 2020 mehr als 4,4 Milliarden Dollar in die Produktion. Der Markt, um sofort zu wachsen, ist bereits da und es ermöglicht diesen Unternehmen, schneller mit erschwinglicher Technologie auf den Markt zu kommen. Die verschafft ihnen jetzt vielleicht sogar einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die es ein paar Jahre allein versuchen. Ich glaube, niemand investiert gerne in eine ungewisse Zukunft. Doch was bleibt ihnen übrig? Die EVs, die bisher auf den Markt gekommen sind, konnten Tesla nicht vom Thron stoßen. Mercedes hat sein EV-US-Debüt gerade um ein Jahr verschoben. Um die Nachfrage zu befriedigen, sind die Originalteilehersteller OEMs also aufeinander angewiesen. Laut McKinsey können zwei von ihnen, die gemeinsam eine spezielle EV-Plattform entwickeln, die Kosten um 1.500 bis 2.000 Dollar pro Auto senken. Viele dieser Partnerschaften sind bisher mit Batteriefirmen geschlossen worden. Volkswagen, BMW, Volvo und Tesla schließen Batterieverträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar ab, um sich Kapazitäten zu sichern. GM hat sich mit LG Chemical zusammengetan, um eine Fabrik für Elektroautos in Ohio zu bauen. Sie müssen Kosten senken und Synergien finden, um so mehr Geld für Investitionen freizusetzen. Einige Autofirmen sind wirklich spät dran und haben akzeptiert, dass sie sich in dieser Hinsicht voll engagieren müssen. Aber sie werden viel Unterstützung durch Behörden und Regierungen benötigen. Das wird leider nicht einfach sein. Volvo und Geely fusionieren und planen bis 2025 jedes Jahr ein neues EV-Modell auf den Markt zu bringen. Um seine CO2-Bilanz zu verringern, geben sie fast 50 Milliarden Dollar aus. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas warben Amazon, Intel, Qualcomm und BlackBerry mit datenverarbeitenden Dienstleistungen wie verbesserten Chips und Sensoren für autonome Autos. Die Technik kann bei der Kartierung und Navigationssystemen helfen. Laut Intel wird dieser Markt bis 2030 einen Wert von 3,5 Milliarden pro Jahr erreichen. Es ist ein Computer auf Rädern. Es ist ein Gerät, das über seine Funktion als Mobilgerät hinaus vertrieben werden kann. Letztes Jahr wurden weltweit mehr als 2 Millionen Elektroautos gekauft. Im Jahr 2025 sollen es um die 10 und 2040 sogar 56 Millionen werden. Tendenz steigend. Aber Elektroautos müssen billiger werden. 35% des Preises machen momentan noch die Batterien aus. Diese Linie hier zeigt Kosten eines normalen Verbrennungsmotors und verdeutlicht, dass E-Fahrzeuge bis 2024 noch immer teurer sein werden. Dann tritt eine Wende ein. EVs werden viel billiger und die Kosten für Batterien sinken. Es gibt viele Faktoren. Eine Heimladestation verzögert die Preisspanne um 1 bis 3 Jahre. In China wird es länger teurer bleiben, weil die Autopreise dort niedriger sind als in anderen Ländern. In den USA gibt es Steuergutschriften von 20.000 bis 70.000 Dollar für die ersten 200.000 verkauften Autos, je nach Größe der Batterie. Bundesstaaten können auch subventionieren. Zum Beispiel in Kalifornien, wo die Verkäufe von Elektroautos seit 2017 sprunghaft angestiegen sind. Kalifornien ist somit der zweitgrößte Käufer von Elektroautos der Welt.
Ohne eine deutliche Steigerung von Elektrofahrzeugen werden wir unsere Luft in den Großstädten nur schwer sauber halten. Wir müssen also die Werbetrommel rühren und müssen nach unserem Geld auch Taten folgen lassen, indem wir Anreize schaffen. Mary Nichols, Vorsitzende der kalifornischen Luftreinhaltungsbehörde und treibende Kraft für saubere Luft. Es ist nicht nur der finanzielle Anreiz. Der größte Anreiz ist die Tatsache, dass man einen Aufkleber für die Fahrgemeinschaftsspur bekommt, auch wenn man nur Einzelfahrer ist. Das ist es, was mehr Pendler aus der Mittelschicht dazu bewegt hat, sich für das elektrische Fahren zu entscheiden. Senator Chuck Schumer hat einen 454 Milliarden Dollar Plan, bei dem Kunden einen Bargeldgutschein erhalten, wenn sie ältere Benzinautos gegen Elektroautos oder andere Hybridfahrzeuge eintauschen. Tom Pyle, Präsident der American Energy Alliance, hält nichts von Subventionen und ist Befürworter der freien Marktwirtschaft. Einer der Autoren, Senator Hatches, sagte: Wir begrenzen die Zahl der Fahrzeuge auf 200.000 pro Unternehmen, weil wir nicht wollen, dass alle von den Subventionen abhängig werden. Wir wollen die Technologie vorantreiben und dann die Industrie von dort aus weitermachen lassen. Subventionen können immer auch in falsche Hände geraten. Die Aufsichtsbehörde TIGTA hat festgestellt, dass 70 Millionen Dollar an Autokäufer gezahlt wurden, trotz unzulässiger Anträge. Warum ist noch unklar. Die IRS aber hat bisher keine Möglichkeit, solche Fälle zu verhindern. Senator Bill Cassidy kritisierte die Kredite. Man müsse sicherstellen, dass EVs von Wohlhabenden gekauft und nur für weniger Wohlhabende subventioniert würden. Unterm Strich sollte sich die Regierung nicht damit befassen, Gewinner und Verlierer der Branche herauszupicken. Aber selbst mit Subventionen erreichte der Absatz von EVs in den letzten 10 Jahren nur 2% der gesamten Autoverkäufe. Und dann ist da noch Europa. Die Verkäufe sind hier 2019 sprunghaft angestiegen. In Norwegen sind 42% der Neuwagenverkäufe EVs. Norwegens Ziel ist es, bis 2025 alle Neuwagenverkäufe emissionsfrei zu gestalten. Die Europäische Kommission übt gerade viel Druck aus, um ihre CO2-Emissionen zu verringern. Die Ziele der nächsten 20, 30 Jahre können ohne E-Fahrzeuge nicht erreicht werden. Verbesserungen am Verbrennungsmotor allein werden hier nicht ausreichen. Europa, Norwegen und andere dieser Länder sind ganz anders strukturiert. Ihre Bürger haben eine viel höhere Toleranz gegenüber Steuern und der Einmischung des Staates in ihr Leben. Es ist ein ganz anderer Markt, ein viel kleineres Land. Sie konzentrieren sich mehr in den städtischen Gebieten. Norwegen ist führend bei der Mehrwertsteuerbefreiung für Lebensmittel. Dafür werden höhere Steuern auf Benzinfahrzeuge erhoben, was VerbraucherInnen dazu zwingt, sich für EVs zu entscheiden. Deutschland hat Norwegen beim Verkauf von EVs knapp überholt. Das Land hat außerdem 54 Milliarden Euro für den Kampf gegen den Klimawandel bereitgestellt. Teilweise sind dies Subventionen für EVs. Der Bonus von bis zu 57.000 Euro wird zur Hälfte von der Autoindustrie getragen. Damit sollen bis zu 700.000 E-Fahrzeuge gefördert werden. Sie betrachten den ganzen Automarkt. In Deutschland, Frankreich oder UK beträgt der Anteil an den Verkäufen immer noch wenige Prozent, wenn auch schnell steigend. China begann 2009 mit der Subventionierung von E-Fahrzeugen für ihre öffentlichen Flotten. 2013 dann auch für EndverbraucherInnen. 5.000 bis 8.500 Dollar je nach Reichweite des Autos werden direkt an den Hersteller gezahlt. Bis 2025 sollen 7 Millionen EVs, Hybride und Brennstoffzellenautos auf den Markt kommen. China hat mehr als 30 Milliarden Dollar für die Subventionierung ausgegeben. Die Verkäufe sind seitdem sprunghaft angestiegen. Nun hat China die Subventionen um 50% reduziert. 2021 sollen sie vollständig auslaufen. Die Auswirkungen sehen wir bereits. Die Verkäufe sind darauf 6 Monate in Folge zurückgegangen. Die in den nächsten 12 bis 24 Monaten drastisch gekürzten und damit wegfallenden Subventionen werden sich auch auf die Marktneulinge auswirken. Brian Gu ist ehemaliger Wall Street Banker und jetzt Präsident von XPeng in China. Diese neuen Akteure werden nicht das Zeitfenster haben, das wir hatten, um mit Unterstützung der Regierung in den Markt zu kommen und einer sehr geringen staatlichen Unterstützung konfrontiert sein. China entschied sich nun gegen Subventionskürzungen und will zusätzlich mehr Geld in den Ausbau von Ladestationen stecken. China hat 8-mal so viele Ladestationen wie die USA. Je dunkler das Rosa, desto mehr Ladestationen. Und fast alle befinden sich in Kalifornien.
Langfristig wird die Maßnahme dem gesamten Sektor zugutekommen, denn die Subventionen selbst kommen den Anbietern des unteren Marktsegments zugute. Die Abschaffung oder Kürzung der Subventionen zwingt die Verbraucher, sich auf die Produktdifferenzierung, die Qualität und das Leistungsversprechen zu konzentrieren. In den USA ist es ähnlich. Sollte ein Konzern 200.000 Verkäufe erreichen, fallen Subventionen weg. GM und Tesla haben diese Marke erreicht und mussten nun einen Rückgang ihrer Quartalsumsätze hinnehmen. Letzten Endes erhalten die Konzerne die Subventionen, wenn auch nicht direkt. Es ist der einzige Weg, Elektroautos mit Profit zu verkaufen. In der Anfangsphase sind Subventionen also unumgänglich. Wenn man die Subventionen abschafft, werden die Autohersteller versuchen, ein besseres Produkt auf den Markt zu bringen, das erschwinglicher ist. Man überlegt, diese Kredite bis 2024 zu verlängern und erst ab 600.000 verkauften Fahrzeugen zu begrenzen. Unternehmen wie Tesla würde dies viel mehr Spielraum geben. Elon Musk feiert in Shanghai seine erste Tesla-Fabrik außerhalb der USA. Tesla könnte so zu einem der dominierenden Wettbewerber für EVs auf der ganzen Welt werden. Elektroautos machen 5% der Neuwagenverkäufe in China aus. Die Regierung möchte diesen Anteil auf 25% steigern. Die Bekämpfung der Umweltverschmutzung ist eine Priorität für Präsident Xi Jinping. Jeder Schaden, den wir der Natur zufügen, wird irgendwann auf uns zurückfallen. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. In China sterben viele Menschen an Lungenkrebs oder Schlaganfällen, die auf die hohe Luftverschmutzung zurückzuführen sind. China ist bei der Einführung der Elektrofahrzeugtechnologie führend und sieht auch seine Zukunft in der EV-Branche. Genug Geld ist vorhanden. Hunderte von chinesischen Autofirmen werden von Milliardären unterstützt. Alle wollen die Nummer 1 sein, wie XPeng und sein Model 3, ein Tesla-Konkurrent, der nur halb so viel kostet. Wenn Sie zu den Spitzenunternehmen gehören, haben Sie keine Schwierigkeiten, Kapital zu beschaffen. Jack Ma von Alibaba hat sein Geld in den Wall-Street-Veteranen Brian Gu von XPeng investiert. 2019 waren es mehr als 900 Millionen Dollar. Weitere 400 Millionen aus Unternehmen wie Xiaomi. XPeng hatte 2019 bisher 11.000 Autos verkauft. Treibende Kraft war hier Wang Gong, der 2011 Chefwissenschaftler des EV-Projekts wurde. Der Klimawandel liegt in unser aller Verantwortung. Wir müssen begreifen, dass wir zu den weltweit größten Kohlendioxidproduzenten gehören. Seit mehr als 5 Jahren befassen wir uns intensiv mit diesem Thema. China plant bis 2035, 60% seiner verkauften Autos mit Elektromotoren zu betreiben. Außerdem wollen sie mindestens 20 neue Standorte für Auto und andere Industrie schaffen. Wir sind in der Verantwortung, Emissionen zu reduzieren. Wir haben einen Beitrag zur Ökologie und unserer Zivilisation zu leisten. Sehr verantwortungsbewusst, wird aber möglicherweise nicht jedem chinesischen EV-Unternehmen das Überleben sichern. BAIC, Chinas größter Hersteller von EVs, rechnet mit einem Verlust. Warren Buffetts BYD meldete im Oktober einen Gewinnrückgang von 89% und einem Gewinnrückgang von bis zu 43% im Jahr 2019. Dann ist da noch NIO, das von Pony Ma und seiner Firma Tencent unterstützt wird. 2017 gab es eine Investition in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen hatte allerdings in den letzten Jahren Verluste von fast 6 Milliarden US-Dollar gemacht. Man kann von einem 4- oder 5-jährigen Kleinkind nicht verlangen, dass es Geld verdient. Das ist bedenklich. Kostenüberschreitungen, schwache Verkäufe und eine Rückrufaktion für etwa ein Viertel der Fahrzeuge zwangen NIO, etwa 20% seiner Belegschaft zu entlassen. NIO hat ca. 1,7 Millionen Yuan Kosten pro Auto, das für nur ein Drittel der Kosten verkauft wird. Werbeaktionen wie 0% Zinsen und garantierte Subventionen für Autos, die vor Februar zugelassen werden, sollen Tesla den Kampf ansagen. Wir beabsichtigen in China weitere Investitionen zu tätigen und auch zu erhöhen. Und Tesla ist nicht das einzige ausländische Unternehmen. Audi plant in den nächsten 2 Jahren 9 weitere EV-Modelle in China. BMW wird ab 2022 den iX3 Crossover in China bauen und arbeitet an einer EV-Version seines Minis. Es geht nicht allein darum, den chinesischen Markt zu erobern. Wir wollen auch Forschung und Entwicklung betreiben. Das F&E-Team wächst. Wir denken über ein Liefernetzwerk nach, mit dem wir gemeinsam intelligente Produkte entwickeln. Daimler und Geely haben ein 780 Millionen Dollar Joint Venture gegründet, um zusammen an selbstfahrenden Autos zu arbeiten. Wir werden gemeinsam den Smart entwickeln und 2022 mit einer neuen Produktgeneration am Markt sein. Wir sind sehr gespannt darauf.
Wie schnell die Welt auf E-Fahrzeuge umsteigt, ist eine Frage des Geldes. Es kann auch 5 bis 6 Jahre dauern, bis sich der Kauf eines 30.000 Dollar teuren E-Autos in den USA lohnt. Die Batteriepreise müssen sinken. Die Batteriepreise sind seit 2010 um 89% gesunken, aber das wird sich möglicherweise bald ändern. Das Problem sind die Lithiumproduzenten. Sie haben ihre Produktion auf Hochtouren laufen lassen, weil sie auf eine steigende Nachfrage durch Elektrofahrzeuge gesetzt haben. Doch die erwartet hohe Nachfrage blieb aus. Somit gab es niedrigere Preise durch Überproduktion. Etwa 70% der weltweiten Lithiumvorkommen sind in der Hand weniger Unternehmen in Südamerika. Es wird durch traditionellen Bergbau oder als Sole gefördert. Hierzu werden große Mengen Wasser ins Erdreich gepumpt und anschließend salzhaltiger Schlamm abgetragen. In großen Becken gelagert, verdampft die Sole vor der Verarbeitung. Es dauert 3 bis 5 Jahre, bis eine neue Mine in Betrieb gehen kann. In den nächsten Jahren muss viel investiert werden, um die Nachfrage zu decken. Wir schätzen, dass bis 2025 rund 80% der Gesamtnachfrage auf Elektroautos entfallen wird, also ein sehr großer Teil. Bloomberg geht davon aus, dass der Markt für Lithiumbatterien in 10 Jahren ein Volumen von 116 Milliarden Dollar haben könnte. Aber Preise müssen sinken. 2019 kostete eine Batterieeinheit 156 Dollar pro Kilowattstunde. Je billiger die Batterie, desto günstiger das Auto und desto schneller die Akzeptanz. Ein weiteres Problem von Lithium, Kobalt und Nickel ist, dass sie möglicherweise nicht so umweltfreundlich sind, wie man denkt. Das 20. Jahrhundert war das Zeitalter des Verbrennungsmotors. Das 21. Jahrhundert wird der Batterie gehören. Bis 2040 wird die Mehrheit der weltweit verkauften Autos von Batterien angetrieben werden, die weit weniger Schadstoffe ausstoßen als Benzinfresser. Doch die in Batterien verwendeten Elemente haben ihre eigenen Herausforderungen. Lithium benötigt viel Wasser. Bei niedrigen Lithiumpreisen könnte sich der Bergbau nicht mehr lohnen und die Industrie könnte auf die ökologisch riskantere Methode setzen, Salzwasser in den Untergrund zu pumpen, um es als Sole zu gewinnen. Nickel wird in Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien verwendet, um die Energiedichte zu erhöhen. So können EVs schneller und weiter fahren. Doch sind Bergbauunternehmen überhaupt in der Lage, eine stetige Nickellieferung zu garantieren? Kobalt hat ein eher ethisches Problem. Es schützt die Batterie beim Laden vor Überhitzung. Doch die Bedingungen für Bergleute im Kongo, dem weltweit größten Produzenten, sind schrecklich. Einige der Arbeiter sind gerade einmal 4 Jahre alt. Ein sauberes Auto bedeutet also nicht immer, dass es sauber hergestellt wird. Manchmal können Lithium-Ionen-Batterien in Brand geraten. Sie können sich überhitzen und Sauerstoff freisetzen, der ein Feuer verursacht. Einige dieser Brände lassen sich auf Herstellungsfehler oder sogar auf Überladung zurückführen. Eine mögliche Lösung wäre, die Flüssigkeit in Batterien zu wechseln. Eine Alternative können Festkörperbatterien sein. Anstatt Flüssigkeit enthalten diese Glaskeramik oder ein anderes festes Material. Diese könnten die Risiken einer Entflammbarkeit verringern, sowie dünnere und kleinere Akkus ermöglichen, die unter den Autositz passen. Ein weiteres Problem sind die Ladestationen. Es gibt nicht genug und die, die es gibt, sind nicht schnell genug. Ende 2018 gab es weltweit mehr als 630.000 Ladestationen, 460.000 davon allein in China. Nur ein Viertel der Ladestationen gilt als schnell genug. Die meisten liegen eher im mittleren Bereich. Die Autokonzerne kritisieren diese Infrastruktur, die momentan zu den größten Hürden des EV-Marktes zählt. Wir müssen die Initiative ergreifen, um die Ladeinfrastruktur zu verbessern. Ich würde mich über eine stärkere Zusammenarbeit in Europa und den Regierungen der ganzen Welt freuen. Die Infrastruktur, die wir haben, muss besser werden. Wir werden Europa alle 120 Kilometer mit Schnellladestationen ausstatten. Wir bieten sowohl Ladestationen für das eigene Haus als auch für öffentliche Stromnetze an. Es herrscht eine allgemeine Reichweitenphobie und der Grund dafür ist wie immer die Ladeinfrastruktur, die nicht schnell vorankommt. Wir arbeiten eng mit EV-Herstellern zusammen und fragen nach, wie viele und vor allem wo EVs im Umlauf sind, um unsere Ladestation zu platzieren, wo sie gebraucht werden. Somit können KäuferInnen sicher sein, dass eine Infrastruktur vorhanden ist. EVgo baut Schnellladegeräte mit 50 Kilowatt und arbeitet mit Nissan und GM zusammen. Wir arbeiten mit Lyft und mit Maven zusammen. Wir sind Teil des Leasingprogramms von GM, die Uber und Lyft EVs zur Verfügung stellt. Die Entwicklung nimmt rasant zu, und zwar nicht nur in Kalifornien, auch in Städten wie Atlanta und Seattle. EVgo hat inzwischen mehr als 1000 Ladestationen und konzentriert sich auf den Einzelhandel. Wir haben eine Kooperation mit Safeway. Wir sind Partner von Kroger und Whole Foods.
Sehr wichtige Partner für Anwendungsfälle bei Ladezeiten. Die Dauer eines Einkaufs. Sie schließen ihr Auto an die Ladestation an, besorgen ihre Einkäufe, kommen wieder heraus und ihr Auto ist aufgeladen. Ein anderer Anbieter ist Tridium. 2001 gründeten die Mitglieder eines Solar-Rennteams eine Firma für Ladestationen, die in 10 Minuten mehr als 215 Meilen Reichweite bringen. Tesla verspricht eine Aufladung von 75 Meilen in 5 Minuten. Auch Lucid baut leichte Batterien für Rennwagen. Mit einer Ladung erreicht man eine Höchstgeschwindigkeit von 174 Meilen pro Stunde und eine um 20% höhere Batteriedichte. Der Einsatz dieser Technologie könnte die Ladeinfrastruktur grundlegend verändern. Eine weitere Option ist das kontaktlose Laden. Seit über 10 Jahren versuchen wir, das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen zu perfektionieren. Alex Grusend leitet ein Team von MIT-Wissenschaftlern bei Witricity, um mobile elektronische Geräte mit dem Stromnetz zu verbinden. Der Strom wird hier effizient über eine Distanz, zum Beispiel von einer Spule im Boden Ihrer Garage, übertragen. Stellen Sie sich ein Pad von der Größe eines Pizzakartons vor, das sich mit einem Empfänger im Boden Ihres Fahrzeugs verbindet. Toyota lizenzierte diese Technologie. BMW nutzt sie bereits für seine 530i-Modelle. Man kann nicht über Elektrofahrzeuge sprechen, ohne dabei das Thema autonomes Fahren zu erwähnen. Theoretisch könnte Ihr Auto über eine Software verfügen, die auf Knopfdruck aktiviert werden kann. Sogenannte AVs gibt es nicht nur bei Elektroautos. Aber wenn Autohersteller über die Zukunft sprechen, liegt dieser Aspekt auf der Hand. Nennen wir unseren Computer Jane. Stufe 1. Sie und Jane lenken und beschleunigen gemeinsam. Stufe 2. Jane lenkt und beschleunigt und bremst, man achtet selbst aber noch auf den Straßenverkehr. Stufe 3. Jane überwacht auch die Fahrzeugumgebung. Sie müssen aber bereit sein, das Auto zu kontrollieren. Stufe 4. Jane fährt komplett autonom, kein Eingreifen mehr nötig. Und Stufe 5 bedeutet, Jane macht alles. Sie sind nicht einmal im Auto. Damit können 94% der durch menschliches Versagen verursachten Unfälle vermieden werden. Stufe 4 könnte bei Privatfahrzeugen bis Mitte der 2020er Jahre eingeführt werden. Tesla hat bereits rund 3 Milliarden Meilen autonom zurückgelegt. Doch das ist sehr kostspielig. Investoren haben in den letzten 9 Jahren bereits 14 Milliarden Dollar ausgegeben, wobei die meisten eine Markteinführung 2022 anstreben. Nicht gut sind Phantombremsung und das Nicht-Anhalten bei Gefahr. Gut sind Ausweichmanöver, die Notbremsung und die Fahrerwarnungen. Toyota investierte viel in die AV-Technologien. Etwa 3 Milliarden Dollar für Sensoren, Entwickler und Dienstleistungen. BMW, Daimler und VW investierten 2015 ca. 3 Milliarden US-Dollar. Der größte AV-Deal aller Zeiten. General Motors ist ebenfalls unter den Top 5. Das AV-Unternehmen hat jetzt eine Bewertung von 19 Milliarden Dollar. Volkswagen investierte 2,6 Milliarden Dollar in Fords autonome Unternehmen Argo AI. Ford kaufte Argo 2017 für 1 Milliarde Dollar und wird bis 2023 noch einmal viermal so viel investieren. Wir müssen uns fragen, wie sich Carsharing auf den gesamten Verkehrsmarkt auswirken wird. Die Welt der EVs und AVs überschneidet sich beim Thema Mobilität. Sie können mit einem Uber oder mit einem autonom fahrenden Auto zur Arbeit fahren. Der US-Markt für Carsharing soll bereits 150 Milliarden Dollar umfassen und autonome Taxis könnten weitere Milliarden einbringen. Bloomberg geht davon aus, dass Mobilitätsdienste bis 2040 19% der insgesamt mit dem Pkw zurückgelegten Kilometer ausmachen werden. Nuro, ein kalifornisches Startup, will leichte Autos bauen, die Lebensmittel oder Mahlzeiten nach Hause liefern. Bereits nächstes Jahr will Nuro Lebensmittel von Kroger und Domino's in Houston ausliefern. Viele sind der Meinung, dass jedes Elektroauto, das nicht über eine eigene AV-Plattform verfügt, bei der Entwicklung ins Hintertreffen geraten wird. Sie werden mit Kosten, Nachteilen und mangelnder Begeisterung der VerbraucherInnen zu kämpfen haben. Nur scheint man sich uneinig zu sein, wann es soweit sein wird. Der nächste Schritt nach EVs und AVs sind fliegende Autos. Uber und Hyundai haben sich zusammengetan, um ein fliegendes Taxi zu entwickeln. Das Taxi soll senkrecht starten und landen, Platz für 4 Passagiere inklusive Besatzung besitzen. Es soll bis zu 200 Meilen pro Stunde fliegen und mit einer Reichweite von 60 Meilen voll elektrisch betrieben werden.
Boeing, Airbus, Daimler, Toyota und Porsche investieren ebenfalls in diesen Sektor. Der Markt von Lufttaxis könnte bis Ende des nächsten Jahrzehnts 5 Milliarden pro Jahr betragen. Experten sind sich einig. Das Auto der Zukunft wird in ein größeres Netzwerk aus Verkehrsinfrastrukturelementen integriert sein. Im Preis der Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel ist vielleicht auch Carsharing integriert. Oder die Leasingrate und die Garagengebühr ist im Park-and-Ride für die Busfahrkarte inbegriffen. Der Zugang zu Mobilität wird günstiger, ressourcenschonender und letztlich auch bequemer. Neue Verkehrskonzepte klingen nicht nur intelligent, sondern auch logisch. Aber vielleicht ist genau das der Denkfehler. Denn das Auto ist nicht nur praktisch, sondern Prestigeobjekt. Auch wenn es sich beim Kauf oft um rationale Argumente dreht, ist in Wahrheit auch eine emotionale Entscheidung der Grund dafür. Wer so viel Geld für einen Gegenstand ausgibt, muss auch eine emotionale Beziehung dazu aufbauen. Das Auto ist Projektionsfläche der Persönlichkeit. Es wird zu einem Avatar für seinen Besitzer. Man muss das Auto in seiner gesamten Irrationalität verstehen. Autonomiebestreben, Macht, Selbstdarstellung oder auch Abkapselung von der Außenwelt gelten als treibende Faktoren für die Lust am Autofahren. Wie wird die Zukunft der Mobilität aussehen? Welche Entwicklungen werden Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen? Unsere Mobilität beschreibt die Entstehung einer mobilen Weltkultur. Deren Veränderung wird durch neue Produkte und Services bestimmt, aber auch die zukünftige Nutzung von Verkehrsmitteln. Es liegt also in den Händen aller Verkehrsteilnehmenden, nicht nur in denen der Autofahrenden.